Kieler, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Mass Effect 3. Ich musste gerade überlegen. Okay, wir sind immer noch in der Cerberus-Basis und haben hier gerade entdeckt, dass Cerberus den Menschen-Reaper aus Teil 2 einfach mal geborgen hat und wohl mit dem Herz, das wir jetzt hier sehen, irgendwie das ganze Ding am Laufen hält. Aber das wird wahrscheinlich nicht der einzige Grund sein, wieso sie das Ding behalten haben. Naja. Ich wundere mich, wie die da nochmal hingekommen sind. Dieses Ding ist furchtbar. Wenigstens versucht es diesmal nicht, uns umzubringen. Denn die Basis der Kollektoren ist ja in die Luft geflogen und durch das Kollektoren... Ach, das Omega-4-Portal kam man ja auch nicht so einfach durch. Also, oh. Ja, und diese... Nemesis, hallo? Standen die da irgendwie gerade zu zweit? Oh. Okay, komm, Leute. Hm? Ja. Na, die hat ein Schild. Der sieht irgendwie auch ein bisschen anders aus da. Ja, mit dem Schild kann ich... Aber ich kann hier ins Bein schießen. So, jetzt haben wir dich aber, Fräulein. Gut. Ich hoffe, dass wir jetzt hier mal auf den Unbekannten bald treffen. Diese Basis ist ja irgendwie riesig. Hm. Proteaner VI finden, ja. Die hat uns Kai Leng ja abgespatzt. Und hoffentlich hat er die noch. Hoffentlich haben die nicht die irgendwie schon anderweitig jetzt verarbeitet. Was denn? Du sollst das hier bergen. Ein neues Vlog sozusagen. Graysons Gehirn ist kaputt. Er muss am Ende komplett unter Reaper-Kontrolle gestanden haben. Und die körperlichen Verbesserungen? Überaus beeindruckend. Wenn wir vermeiden könnten, dabei die Neuralverbindung umzuschreiben... Grayson fehlte es an Entschlossenheit. Er empfand Loyalität nur gegenüber seiner nächsten Dosis rotem Sand. Sie möchten einen Test an loyalen Subjekten ausführen, Sir? Finden Sie Freiwillige bei den neuen Rekruten. Die körperlichen Vorteile sind zu wichtig. Ja, der Unbekannte hat die Cerberus-Soldaten ja jetzt mit Reaper-Tech sozusagen modifiziert. Und das sind wohl die Anfänge, die wir jetzt hier beobachten können. Die Leistungsupgrades sprengen die Skala. Unsere Truppen besiegen jeden Allianzsoldaten. Los! Ich will, dass alle Schützen Implantate haben, bevor die Reaper kommen. Trotzdem befürchte ich, dass wir die Kontrolle über sie verlieren. Einige hören bereits Stimmen. Wenn wir in der Zuflucht erfolgreich sind, hören sie nur noch unsere Stimme. Sie wollten meine Meinung hören. Es ist zu gefährlich. Nein, wir sind nah dran. Die Zuflucht war ein Erfolg. Wir können Reaper-Truppen kontrollieren. Alle unsere Anstrengungen, alle Opfer, jetzt werden sie sich auszahlen. Wir können uns nicht leisten, sie zu verlieren, Sir. Die Menschheit braucht ihren Verstand. Ich sehe die Gefahr, Jenna. Deshalb vertraue ich Ihnen das an. Mit Ihnen habe ich jemanden, der mich auf Kurs hält. Ich nehme Sie beim Wort, Sir. Okay. Fangen Sie an. Kein Betäubungsmittel. Und zur Sicherheit, Computer, Aufnahme beenden. Der hat sich also auch noch selbst modifiziert, der Unbekannte. Das war uns aber eigentlich klar bei den Augen, oder? Das hätten wir auch ohne Vlog gewusst. Oha. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus hier. Als würden wir uns der Höhle des Löwen sozusagen nähern. Das ist es. Alle wachsam bleiben. Thank you.
Wir müssen die Proteaner VI finden. Shepard, das ist mein Stuhl. Außer diesem Stuhl ist Ihnen auch nichts geblieben. Cerberus ist am Ende. Im Gegenteil. Wir haben alles erreicht, was ich geplant hatte. Fast alles. Wir haben gesehen, was Sie in der Zuflucht erreicht haben. Die Kontrolle über einen Reaper ist was anderes. Eine bedeutende Hürde. Aber dank der Proteaner VI kann ich meinen Plan nun in die Tat umsetzen. Der Katalysator. Ja. Was ist der Katalysator? Und wie wollen Sie damit die Reaper kontrollieren? Fragen Sie die VI doch selbst. Ich helfe Ihnen nicht mehr. Seit wann planen Sie das? Sie glauben, weil ich die Taktik des Feindes benutze, bin ich automatisch nicht gegen ihn? Alles, Shepard. Alles, was ich getan habe, sollte die Menschheit über die anderen Spezies unserer Galaxie erheben. Und über die Reaper. Dass man immer sich über andere erheben muss, das geht mir irgendwie nicht rein. Wenn Sie wirklich alles tun wollen, dann übergeben Sie den Katalysator. Mit dem Tiegel können wir das hier beenden. So einfach ist das nicht. Oh doch. Wir bekämpfen uns gegenseitig, während die Reaper die Erde erobert haben. Das muss aufhören. Ihr Idealismus ist bewundernswert, Shepard. Aber letztlich sind unsere Ziele einfach zu verschieden. Ich glaube immer noch, dass die Vernichtung der Reaper der größte Fehler von allen wäre. Und nichts, was Sie sagen, wird mich je vom Gegenteil überzeugen. Cerberus ist vernichtet und Sie glauben noch immer an Ihren Erfolg. Kein Wunder, dass Sie das sagen. Sie haben nie an uns geglaubt. Cerberus ist mehr als ein Gebäude oder die Leute darin. Cerberus ist eine Idee. Ideen zerstört man nicht so einfach. Außerdem habe ich bereits, wonach Sie noch suchen. Edie? Ich bin gleich soweit. Edie, es überrascht mich, dass Sie so darauf aus sind, die Reaper zu vernichten. Hören Sie nicht auf ihn. Sie hätten Ivas Körper zerstören können, aber jetzt kontrollieren Sie ihn. Es war notwendig. Ja, ganz genau. Ich hab's. Online. Sicherheitsgefährdung entdeckt. Viel Spaß bei Ihrem Gespräch. Aber übertreiben Sie es nicht. Wollen Sie mich etwa von den indoktrinierten Mächten befreien? Ja, ich muss wissen, was der Katalysator ist. Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert. Ich füge mich. Der Katalysator verstärkt Übertragungen dunkler Energie und koordiniert das Massenportalnetzwerk. In Ihrem Zyklus nennt man ihn Citadel. Was? Der Katalysator ist die Citadel. Tadam. Dann können Tiegel und Citadel gemeinsam die Reaper aufhalten? Das ist korrekt. Die Reaper haben die Citadel gebaut. Die Pläne für den Tiegel hat uns der vorherige Zyklus hinterlassen. Und vor dem waren zahllose andere Zyklen. Irgendwann, schwer zu sagen wann genau, wurden die Tiegelpläne für den Einsatz des Katalysators angepasst. Wahrscheinlich war der Tiegel nicht mächtig genug, um die Reaper zu besiegen. Wir setzen ihre eigene Technologie gegen sie ein. So ist es. Warum haben Sie das nicht früher gesagt? Es wurde befürchtet, die Reaper würden den Katalysator zurückerobern, wenn sie um seinen Zweck wüssten. Ich bin programmiert, diese Information zurückzuhalten, bis der Tiegel fertig ist. Er ist voll einsatzbereit. Bringen wir ihn zur Citadel. Das ist vielleicht nicht mehr möglich. Warum nicht? Dieser Unbekannte, der meine Sicherheitsprotokolle deaktiviert hat, ist zur Citadel geflohen und hat die Reaper über unsere Pläne informiert. Oh, Scheiße. Verdammt. Dann ist die Citadel in Gefahr. Die Reaper werden sie übernehmen. Es ist soweit. Die Citadel wurde in ein Gebiet unter Reaper-Kontrolle verlegt. Verlegt? Wohin? In das System, das sie Sol nennen. Die Erde. Korrekt. Die Reaper sammeln jetzt ihre Kräfte am Katalysator und schützen ihn um jeden Preis. Die Chancen auf Zugriff sind minimal. Ach du Scheiße. Wir haben ja keine Wahl, wir müssen es schaffen. Schreiben Sie uns noch nicht ab.
Wir werden es zu Ende bringen. Wir bringen den Tigel zur Erde. Hoffentlich haben Sie Erfolg. Edie, ich brauche Hackett. Nicht so schnell. Sie. Sie sollten doch nicht zu lange bleiben. Oh Gott. Alter, wieso taucht er denn direkt vor mir auf? Ist der verrückt geworden? Och, und aus meinem Ort kann er sich auch rausschludern da. Leute, voll Feuer. Jetzt haben wir eine Chance, ihn hoffentlich klein zu kriegen. Oh, auch das noch. Behaltet die da bloß im Auge. Und du lässt Tali in Ruhe. Na toll. Gib dazu. Wir haben aber genug Medigel, denke ich. Ah! Wo ist er? Kann der sich unsichtbar machen. Kann das sein? Nee, der macht so einen komischen... Oh Gott. Macht er auch noch die ganze Basis von... Keine Munition mehr, scheiße. Vom Unbekannten kaputt. Aber das ist jetzt gerade mal nicht mein Problem. Scheiße, noch eins. Ich bin nur langsam, weil ich nicht weglaufe. Ich weiß nicht, wo er ist. Da kümmert sich, glaube ich... Was macht er denn? Weiß nicht, ich glaube... nicht das, was er machen soll. So, jetzt habe ich dich aber, du kleiner Mistkerl. Oh Gott. Wie stark sind denn dem sein... Alter. Oh Gott, in Deckung gehen ist nicht hier gerade. Leute, lebt ihr noch? Oh Gott. Irgendwie schon. Vielleicht nicht, aber sie werden es auf jeden Fall nicht mehr erleben. Bleib mir bloß vom Leib. Das Problem ist, ich habe gleich keine Munition mehr. Und der will einfach nicht sterben. Doch. Na endlich. Scheißkerl. Das war für Thane, du Hurensohn. Die Citadel ist in Position. Die Reaper bereiten die Ernte ihrer Spezies vor. Ich halte sie auf. Dafür ist es zu spät. Ich empfehle die Bereitstellung von Informationsspeichern für zukünftige Spezies. Nein. Vielleicht haben sie Erfolg. Vielleicht. Sie haben nicht versagt, sie haben uns eine Chance gegeben und noch sind wir nicht am Ende.
Nur schlecht. Haben Sie das von der Citadel gehört? Gerade eben. Wissen wir, was vor sich geht? Warum sie hier ist? Die Citadel ist der Katalysator. Und dank des Unbekannten wissen die Reaper jetzt, dass wir es wissen. Also haben Sie sie zum Schutz hergebracht? Soweit ich das beurteilen kann. Was bedeutet das für den Tigel? Ich werde mit Hackett darüber reden, aber unser Plan ist jetzt wohl noch verzweifelter. Sieht so aus. Ich habe ein Team in London. Die Reaper haben hier irgendwas vorbereitet. Jetzt wissen wir was. Wir versuchen, so viel wie möglich darüber herauszufinden. Verstanden. Naja, dann sehen wir uns wohl eher früher als später. Seien Sie vorsichtig. Sie auch, Shepard. Anderson Ende. Ja, die nächste Prioritätsmission ist die Erde. Und wir sehen jetzt hier, unsere gesammelte Flotte hat sich aktualisiert durch ein paar Nebenmissionen, die wir noch gemacht haben. Auch hier hat sich was aktualisiert. Oh, genau, was? Was denn? Ah, hier. Das haben wir gefunden. Die fünfte Flotte hat sich aktualisiert. Die Asari. Eine zweite Flotte hat sich aktualisiert. Der Tigel ist natürlich klar. Hier haben wir auch was gefunden. Und das Reaper-Herz des Menschen-Reaper tatsächlich dient jetzt zur Energieversorgung. Kroganische Clans haben sich aktualisiert. Und wir haben eine effektive militärische Stärke von 3456 und die gesamte 6913. Das ist schon sehr gut. Aber wir haben ein riesiges Problem, denn die Kacke ist so ziemlich am Dampfen. So viel zum Thema Servos. Bleibt nur noch die Erde. Bist du bereit? Und alles Teil 1 und Teil 3 spielt sich am Ende mit unter auf der Citadel ab. Die Citadel ist und bleibt der Kern der ganzen Trilogie irgendwie. Haben wir keine Galaxie mehr, die wir retten können. Erinnern Sie sich an den ersten Flug nach Eden Prime, wo uns der turianische Spectre beobachtet hat? Nein, Liz. Genau, da habe ich gesagt, diese Mission wird größer als erwartet. Da hat er recht gehabt. Eine Vorhersage, die sich als zutreffend erwiesen hat. Und jetzt fliegen wir zurück zur Erde. Wird diese Mission denn auch größer als erwartet? Hoffentlich nicht. Ein hübscher kleiner Routinejob wäre mir lieber. Es war mir eine Ehre, Commander. Mir auch, Joker. Ich weiß nicht, wie es enden wird, aber in jedem Fall... Was soll das heißen, in jedem Fall? Jeder weiß doch, was passieren wird. Sie treten den Reapern in den Arsch, so wie immer. Und ich fliege sie lässig mitten rein. Absolut. Die Normandy ist bereit, Shepard. Alle Systeme einsatzbereit. Munition geladen. Nachladen vollständig vorbereitet. Triebwerktreibstoff voll. Cyberkrieganlagen haben sich so weiterentwickelt, dass Computervorhersagen nicht mehr getroffen werden können. Außerdem habe ich Joker geküsst, weil das Glück ist. Ja, wir werden jetzt in dem nächsten Part uns nochmal mit unseren Crewmitgliedern unterhalten. Denn wenn wir zur Erde fliegen, können wir nicht mehr auf die Normandy zurück. Das sollten wir also noch erledigen. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder mit ein und seid dabei. Bis dann. Ciao.